Hast du einen Yeti gesehen? Ich ging einst durch das Chumbital in die Eishöhlen. Dort sah ich einen Yeti, der größer war als alle anderen. Vielleicht ist er gemeint, wenn in den alten Märchen von einem Riesen die Rede ist, der unter einem Berg im Osten liegt. Ja, toll. Als ob die normalen Yetis so normal wären. Früher haben wir nur selten einen Neandertaler gesehen. Doch plötzlich sind die Stämme in unserer Nähe kühn geworden. Kühn und mächtig. Seit 2 Tagen greifen sie uns nun unablässig an. Wenn doch nur mein Sohn hier wäre. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und es sind gefährliche Zeiten. Mua, mua, mua. Direkt mal ein paar Nebenaufgaben abgestaubt hier. Ah, noch ein heldenhafter Reisender. Ich überlege jetzt den, also wenn ich den nehme, dann ist garantiert wieder das, meine Geschicklichkeit nicht hoch genug. Ne? Ja. Doch sonst kann ich nichts von den Sachen benutzen, die ich hier noch habe. Also lagere ich euch erstmal ein. Nein, dich auch. Dich verkaufe ich. Euch verhalte ich nochmal. So, Rest wird verkauft. Ja, ich glaube, die verkaufe ich jetzt auch. Und euch lasse ich erstmal hier. Bist du sicher, dass du alles hast? Ich krieg das ja irgendwie eh nicht hin mit den Verzaubern. Ich sehe sie nach Westen gehen. Und noch nie habe ich so viele Monster gesehen. Was kann ich für dich tun? Vieles. So, verkaufe ich mal. Tränke habe ich eigentlich noch genug. Ja, trotzdem noch mal welche mit. So. Hier ein bisschen mehr Platz im Gepäck. Mal ganz kurz in die Quests reingucken. Ja, ich hätte gern Nebenaufgaben. Riesen-Yeti. Einer in Shang Tsung sagte, einer in den nahegelegenen Tals in einer Eishöhle. Okay, also ich muss in eine Höhle, wo wohl so ein Yeti drin ist. Und dann die Neandertaler. Für das Schlimmste besprechen Sie mit anderen Dorfbewohnern, suchen Sie den Sohn des Mannes. Sprechen Sie mit anderen Dorfbewohnern. Die 18 Königreiche werden gemeinsam vom Silberpalast des Garudatals regiert, weit im Süden von hier. Sie sagen, dass das Tal kein anderes ist als Shambhala, das Land der Glückseligen. Oh Gott, das ist mir jetzt schon so langweilig. Ja, die anderen wollen ja eigentlich nicht so wirklich mit mir quatschen. Deswegen würde ich jetzt einfach weitergehen. Und weiter geht's. Weg. Sonst ist hier nichts, aber den Schrein nehmen wir mit. Weg mit euch. Mm-hmm.
Ach, hier ist eine Brücke. Lalalalala. Ja, Wolfies. So. Jedis. Und Säbelzähne. Weg mit euch. Noch ein Haufen. Geld. Da ist schon mal eine Höhle. Frostfee. Knochenhaufen. Nee. Das ist wieder ein Djinn. Ein korpulenter Djinn. Djinn sind's immer fett. Es ist halt so. Auch mit euch weg. Einfach nur weg. Noch ein Haufen auf. Ornamentruhe auf. Brauche ich nicht. War's das? Offenbar war es das hier drin. Also ist das nicht die Eishöhle vom Yeti. Oder irgendwas übersehen? Nein, ich habe nichts übersehen. Also wieder raus. Von der einen Kälte in die andere. Knochenhaufen. Und weiter geht's. Bam. Natula kam. Wo geht's auf der anderen? Wie sieht's auf der anderen Seite so aus? Da ist eine Sackgasse. Gut. Da geht's weiter. Na, die kommt aus der Höhle raus. Ach du Schreck. Nun, ich hatte gedacht, ich wäre erledigt. Vielen Dank, Freund. Schauen wir mal, wie ich dich belohnen kann. Immer diese Karawanen hier überall.
Hat er so gebibbert, weil er Angst hatte oder weil ihm so kalt war? Weil die sehen hier manchmal auch nicht so aus, als ob die den Witterungen entsprechend angezogen wären. Ach so, Djinns kommen also auch einfach aus dem Boden raus. Boah, scheiße, eingefroren. Jetzt ist er natürlich wieder losgelaufen. Jetzt weiß ich wieder nicht, welcher Wolf welcher war. So. Und wir gucken mal in die Höhle rein. Sind die komischsten Feen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Königliche Truhe. Und wieder zurück. Ist eine sehr kleine Höhle, aber gut. Nichts dagegen. Brunnen. Was für einen Sinn hat der Schrein da hinten? Da sind ja nicht mal Monster. Weg mit euch. So. So, Knochenhaufen auf. So. Soweit nichts. Nein. Ah, hier ist das Tal. Hier soll irgendwo die Eishöhle sein. Na. Noch ein Haufen. Und weiter geht's. Noch mehr von euch. Noch ein Haufen. Ich will immer noch nicht wissen, was das immer für Knochen sind überall. Und noch mehr Neandertaler. Sonst ist hier nichts. Auf durchs Tor. So Leute, hier beim Brunnen mache ich jetzt erstmal wieder einen Cut. Reicht auch erstmal wieder. Genau, dann habe ich hier meinen nächsten Speicherpunkt. Und nächstes Mal geht's weiter, gucken, wo der Terkine lang ist.
Bis zum nächsten Mal bei Titan Quest. Tschüss.